Wir waren solche Idioten. Wir hatten uns einfach nicht belehren lassen wollen. Es war nicht so, als hätten wir den Sturm nicht gesehen. Wir waren uns des Risikos wohl einfach nicht bewusst. Unser Captain hatte uns gewarnt, aber wir hatten darauf bestanden, rechtzeitig anzukommen. Und was jetzt? Seht uns jetzt an. Jetzt sitzen wir auf dieser Scheißinsel fest. Abgeschnitten von jeder Zivilisation. Es hätte alles anders laufen können. Wir waren in diesem Sturm. Unser Schiff wurde herumgeschleudert von den meterhohen Wellen. Das nächste, an was ich mich erinnern kann, ist, dass ich mich irgendwo im Ozean wiederfand. Ich wurde immer wieder von den Wellen unter Wasser gerissen. Das Einzige, was ich sehen konnte, war diese verdammte Insel. Hilfe! Leute, Leute. Noch wer im Wasser? Danke. Leute. Alle da. Was passiert? Fehlt irgendwer? Nee. Alle da? Alle da? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube auch. Ja, müsste sein. Wo sind wir denn hier? Keine Ahnung. Scheiße. Sieht nach einer Insel aus. Wie konnte das passieren? Fuck. Oh. Hat er das Schiff gesehen? Weiß er noch, wo das Schiff ist? Nein. Nein. Es ist schon längst weg. Es ist ganz weg. Okay, okay. Jetzt ganz in Ruhe. Lasst uns am besten in Gruppen aufteilen und erstmal die Insel erkundigen. Ja. Wir haben uns dann in Vierergruppen aufgeteilt. Ich bin mit Leuten in eine Gruppe gekommen, die ich bisher noch kaum kannte. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich ihnen trauen kann. Wir haben dann auf jeden Fall angefangen, uns mal auf der Insel umzuschauen. Oh, scheiße, Leute, Alter. Oh, komm, wir gehen mal da hinten hin. Vielleicht finden wir da irgendwas. Leute. Oh, fuck. Was denn? Was ist denn los? Mein Rücken, Alter. Oh. Was ist denn? Oh mein Gott! Oh, Scheiße! Oh Gott, fuck. Sieht schlimm aus. Oh Gott. Nein, alles cool. Also ich glaube, das kann man nicht mehr kleben. Leute, wir finden irgendwas für Beure, dass er sich verbinden kann. Los, komm. Vielleicht ein Blatt oder so. Irgendwelche Palmenblätter. Oh, Scheiße, jeder Schritt tut weh. Oh fuck. Oh. Möchtest du, setz dich hier ein bisschen am Strand. Oh, Beure! Beure, komm mit. Hier ist irgendwas. Du musst mitgehen. Oh, was ist denn da? Hier geht's runter. Beure, nein! Nein, lass mal draußen bleiben. Wir müssen in die Richtung gehen. Wir müssen mit die Insel erkunden. Okay, wir gehen. Okay. Oh. Ich habe noch eine leere Plastikflasche dabei. Vielleicht können wir irgendwas trinken. Ja, hab ich auch noch. Die habe ich noch vom Schiff. Ja. Ja, ich glaube, die hat ja jeder mal im Rucksack irgendwie. Hier ist nix. Wir müssen da irgendwas finden. Hier ist einfach gar nichts. Hier muss irgendwas sein. Leute, guck mal, da hinten ist so ein kleiner Wald. Lass mal da hingucken. Okay, gehen wir mal in den Wald. Vielleicht finden wir was. Ja, wenigstens gibt's Leben. Ich sehe einen Kaninchen. Hasen. Oh, ja. Gott, Leute. Ein Kaninchen. Wollen wir ihn töten? Wir müssen doch lass mal nicht töten. Wir wollen doch hier nicht anfangen zu jagen, Alter. Wir kommen hier noch irgendwie anders weg, Leute. Ich habe so einen Hunger. Nee, jetzt komm, wir müssen weiter. Ja, komm, dann ein Kaninchen können wir schlachten, ey. Nein, das kannst du. Oh Gott. Ja, mein Gott, ey. Ich hatte als Kind hatte dann ich so hier, eins, das kannst du doch nicht tun. Das ist doch. Fuck, ich will sowas nicht essen. Das ist. Oh Gott. Da hinten ist noch ein Kaninchen. Das reißen wir. Das reißen wir nachher. Gott. Ja, gut. Ja. Komm mal weiter im Wald, ey. Geh mal weiter. Oh Gott. Wo bin ich? Dani, warte, wir holen dich raus. Komm runter. Leute, ich sehe euch nicht mehr. Ich glaube, ich habe euch irgendwie verloren. Wir schmeißen jetzt Blöcke runter. Wir müssen Dani rausholen. Dani ist im Loch gefallen. Hier müssen sie doch irgendwo sein. Ihre Stimmen werden immer lauter. Bleiben, das wird wieder. Ich hab Angst, Alter. Ich hol dich. Bleib ruhig. Oh Gott. Hier sind tausende Kaninchen. Hier sind tausende von ihnen. Das ist wie eine Plage. Ich würde sagen, ich mach mir jetzt ein Schwert. Kommst du hoch? Ja.
So, oh Gott, geht's? Was geht's mit Knöchel? Ja. Ja, komm. Muss. Was ist hier passiert? Ich hab Kies in meiner Hand. Vielleicht können wir die Fäden hier benutzen. Pass auf, hier sind immer wieder solche Löcher. Pass auf. Ich hab auch echt Durst, ey. Das ist, oh Gott. Ob es hier wirklich irgendwelche Einheimischen gibt, die uns irgendwie Fallen stellen wollen? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Fallen? Also es sieht eher aus wie Löcher im Boden, ne? Ja, aber vielleicht, den muss doch irgendjemand gegraben haben hier. Vielleicht für die Hasen. Vielleicht war hier ja irgendwann mal jemand. Vielleicht hat hier irgendjemand was gegraben. Also wenn hier irgendjemand war und er nicht mehr da ist, dann heißt es auf jeden Fall, dass irgendwann auch für uns Rettung kommt. Leute, da hinten ist jemand. Ich sehe jemanden. Hier, dort. Das ist doch keiner. Das sind unsere Leute, oder? Ja, das ist Scholle und Nanto. Oh. Magusa, die Nanto, suchen die Bauder wahrscheinlich irgendwas und versuchen was. Oh Gott. Ja. Vielleicht haben wir auch irgendwas gefunden. Ich vertraue denen irgendwie nicht. Wie? Hier ist Wasser! Die Wasser? Sie verhalten sich aber auch sehr komisch, die schweigen uns hier einfach an. Oh also. Ja, genau. Wasser. Oh Gott. Jawohl. Ich ruf mal die anderen. Ja. Hier ist eine Spinne. Oh mein Gott, wie groß werden die hier auf dieser Insel? Sehr groß! Okay, sie ist tot. Oh Gott. Alles gut, ich hab sie getötet. Oh mein Gott, war das eine chinesische Riesenspinne? Wo sind wir? Die steht unter Naturschutz, Bucket. Was? Wie ist denn hier hingekommen? Ist mir scheißegal, ob du unter Naturschutz bist. Möchtest du hier verrecken? Oh, hier gibt's einfach gar nichts. Schau dich das an. Oh, verdammt. Oh, scheiße. Das scheint das Ende der Insel zu sein. Das ist alles. Hier ist nichts mehr. Vielleicht gibt's dort irgendwas, was uns nützlich sein könnte, aber wir sollten ein bisschen Holz mitnehmen. Es sieht nicht aus, so als würden wir hier noch irgendwas finden. Das stimmt. Ja. Wir sollen uns auf jeden Fall irgendwas bauen, dass wir die Nacht hier überstehen können. Okay. Ja. Aber solche Leute, wird es oft kalt. Das sind Creeper, Leute. Was ist das? Gibt's die hier auch? Ja, die gibt's hier auch. Blauer. Scheiße. Warte. Der ist im Wasser. Komm, den holen wir uns. Oh! Oh Gott, was war das? Geht's? Ja. Geht's noch? Okay. Scheiße, Leute. Ich hab's überlebt. Alles cool. Ich weiß nicht, ich vertraue den anderen Leuten irgendwie nicht so ganz. Ich vertraue denen einfach nicht. Wieso vertraust du denn nicht, ey? Wir waren mit denen auf dem Schiff, ey. Ich weiß nicht, aber jetzt, wo wir in Gruppen sind, wenn wir hier länger drauf festsetzen, irgendwann könnte es sein, dass wir uns einfach verfeinden und dass wir irgendwann anfangen, uns gegenseitig umzubringen. Ach. Nur wegen Essen. Weil wir irre werden, oder was? Ich sehe keine großen Hoffnungen mehr in dieser Freundschaft. Den mochte ich noch nie, der war schon von Anfang an komisch und wir uns eben einfach ignoriert hat, als wir da an der Wasserstelle waren. Ja, das war einfach. Ganz ehrlich, die hacken irgendwas aus. Die Ach, Quatsch. Das ist doch echt hier nicht. Leute, ich kenne die seit Jahren, die machen nichts. Du kannst mir nicht ist erzählen, dass sie sich vorher normal benommen haben an der Wasserstelle. Sie haben einfach uns ignoriert und sind dann weitergegangen. Das ist. Nee. Vor allem gleich so, ich gehe mit Nanto in eine Gruppe. Das ist doch nicht normal. Nein. Und irgendwas haben sie mein vor. Mein Gott. Wir mussten ja uns auch irgendwie aufteilen. Wenn wir alle in derselben Gruppe sind, ist ja auch scheiße. Kann auch sein. Leute, kommt mal zu mir hier hoch. Ist da oben was? Hier auf einem Baum. Ja. Okay. Hier auf einem Baum. Da kannst du an der Seite hoch. Ja, warte, ich mach's hier so. Ich mach da. Oh, Entschuldigung. Autsch. Entschuldigung. Das ist. Oh mein Gott. Ja, Entschuldigung. So, ich mach da an der Seite so. Da kann man hier schön hoch. Da können wir uns hier was bauen. Zur Sicherheit, dass wir keine Bist Monster du dir sicher, kommen. dass wir hier einfach uns niederlassen wollen? Ja, warum denn nicht? Hochschlafen, da kriechen uns nachts die Krabbeltiere nicht in die Ohren. Wir haben auch gerade einen Creeper gesehen. Ja, dass du nicht hochschlafen willst, ist ja nichts Neues, ne? Ich fühle mich hier trotzdem nicht so wirklich sicher. Ich glaube, auf so einer Insel dort in der Mitte des Sees würde ich mich doch irgendwie besser fühlen. Auf so einer Insel? Willst du da oben, willst du auf Steinen wohnen oder was? Willst du im Kies schlafen? Nee, ganz ehrlich, ich bleib hier auf den Blättern, es ist wesentlich weicher. Und sicherer. Ja, lass mal ein paar Sachen machen hier. Na komm. Ich werde mal einen Tisch bauen. Ich habe jetzt schon eine gebaut. Achso, jetzt haben wir zwei. Ja, hebt Holz auf. Wir haben ja genug Holz erstmal. Wir wissen nicht, wie viel wir haben. Stimmt. Ja, das vielleicht ist nicht gerade. Oh, Leute, es wird Abend. Es wird Abend. Oh nein, und wir haben noch nichts fertig. Wir müssen uns schnell. Komm, wir probieren hier irgendwas. Oh. Ja. Lass uns irgendwas Behelfsmäßiges bauen. Ja. Wer für Zäune? So Zäune. Leute, ich baue uns hier mal eine kleine Grundfläche. Ich habe das gelernt ich war früher, mein Vater war Architekt, ich weiß, wie sowas geht. So. ja, das habe ich gesehen, ja. Ja, doch. Von dort haben wir auch noch Schwerter. Ich habe uns verteidigen. Also Leute, Firma ganz gearbeitet. Ehrlich, egal wie misslich unsere Lage ist, der Sonnenuntergang ist einfach wunderschön. Oh ja, der ist wirklich schön. Guck gleich hin. Naja. Vielleicht, wir müssen irgendwie ein Lagerfeuer machen. Vielleicht wird es unser letzter Sonnenuntergang sein, Leute. Ja.
Nein, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich würde mal sagen, wir legen uns jetzt erstmal hier hin und gucken mal, was die Nacht bringt und ne. Machen dann am neuen Tag weiter. Ja, genau, machen wir einen neuen Tag weiter. Kriegen könnte. Ja, wir müssen aber schlafen. Ja. Ich würde mal sagen, gut, Leute, ich leg mich hier hin, ne? Ich gehe in die Ecke hier. Puh, okay, ich leg mich dann einfach mal hier. Ja. Irgendwie. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.